Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm. Ja, hallo YouTubes. Weiter geht's. Wir müssen Sachen machen. Und dafür müssen wir 3000 Meter gehen. Fuß, keine Ahnung. Gibt's hier... Ich glaube, ich verpasse immer Sachen, wenn ich sofort... Wenn ich sofort irgendwo schnell hinreise. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht... Oh. Sollen wir hier so manuell runter vielleicht mal? Hola. Oh, hier können wir uns abseilen, ne? Okay, nächste spektakulär. Speck. Speck. Okay, finde ich hier noch was? Soll ich schnell reisen? I don't know. I don't know. Ist hier noch das Viech? Ist hier noch der Vogel? Nee, ne? Doch. Doch. Der Vogel ist doch da. Ich schnell reise jetzt. Das ist ja Quatsch hier. Das ist ja völliger Quatsch hier. Das ist ja völliger Quatsch. Die Sache ist nur die, vielleicht sollten wir nicht direkt rein, ganz rein, sofort rein, sondern erst nochmal zu diesem Händler. Ist es eine sehr, sehr gute Idee? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Jetzt ruhig weitergehen. Stundenlang! Können wir mal zusammenrechnen, wie viel Zeit wir in den Ladebildschirmen hier verbracht haben? Bestimmt 28 Stunden. Jetzt mal ohne Scheiß! Und langsam reicht's. Ey. Ey. Ey, danke. Ja. Gut. Hier sind wir schon ganz schön oft hingegangen. Ne? Wo ist jetzt... Wo ist... da. Ich brauche einfach nur... Ich brauche einfach nur den heißen Scheiß. Ich brauche einfach nur Munition. Warte mal, erstmal Tränke. Ich nehme mir einfach mal so gut wie alle Fallen. Oh, wir müssen Sachen verkaufen. Oh, wir müssen Sachen verkaufen. Aber ich habe gar nichts zu verkaufen, ne? Habe ich, guck mal, hier die ganzen Stöcker würde ich wahnsinnig gerne verkaufen. Geht nicht. Geht nicht. Und ich glaube, auch viele Sachen hier brauche ich zur Objektherstellung. Geschäfte mit Händlern verkauft. Okay, das kann ich tatsächlich verkaufen. Das hier kann, glaube ich, weg. Ja, ich habe Angst, dass ich Sachen verkaufe, die ich eigentlich brauche. Für irgendwas. Geschäfte mit Händlern. Haben wir noch irgendwas, was man nur... wo man nur Geld für kriegt einfach. Hier, ne? Verkauf gegen Metallscherben. Ja, toll, 40 Mark. Fettes Fleisch. Vielleicht sollten wir uns auch noch Fleisch, also Tränke und dann noch, kann man Fleisch kaufen? Damit wir uns noch Tränke machen können? Wenn notwendig? I don't know. I don't know. Aber wir können ja nicht mehr wirklich was verkaufen, noch, ne? Was ist das hier? Der Donnerkieferlinse gibt uns 100 Mark. Das ist ziemlich viel. Tränke. Lass uns erst die Tränke kaufen. Können wir eh nicht mehr so viele tragen. Ja. Oh, die haben wir alle verbraucht. Scheiße. Die kosten jetzt auch mal gar nicht mal so wenig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt können wir gar nicht. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Okay, das muss reichen hier. Das sieht gut aus. Sieht gut aus.
Kacke ist nur... Oh, kaufen. Kacke ist nur jetzt vielleicht mit Munition, ne? Diese Bolzen hier haben mir irgendwie so gut wie gar nichts gebracht, habe ich das Gefühl. Zersprenner Ladungspaket. Was heißt ein Ladungspaket? Die hier brauchen wir halt hart. Und dann ist jetzt auch schon Ende hier, oder was? Fuck my life. 46 fucking... Wir haben kein Geld. Zero, zero. Okay, immerhin haben wir die Tränke. Da sind alle voll. Hier ist alles voll. Hier... Oh Mann. Ist egal. Wir werden das schon schaukeln. Wir werden das schon so machen, dass es gut ist. Waren hier nicht mal Leute? Auf der Brücke? Ah, da. Hallo. Ey, Boys. Kann sein, dass es gleich ein bisschen ungemütlich wird. Ja, ist sehr interessant, was ihr so zu reden habt. Okay, aber hier passieren auch erstmal andere Sachen. Die Drohne schatten. Begib dich zum Sonnenpalast. Hallo, Freunde. Hi. Wer ist das? Keiner. Ich muss da lang. Es war ein Trick. Ja. Ich bin es. Oh, nicht schon wieder zu dem dummen König. Ich mag den König nicht. Keiner mag den König. Hola. Das ist eine gute, entspannte Laune hier, ne? Ein bisschen. Oh, jetzt ganz entspannt bin ich hier vorbei. Ja, hier, okay. Was ist hier los? Ey, Boy. Aloy. Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Die Eklipse werden bald angreifen, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit. Gott, Dämon, Maschine. Wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt. Mehr als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. What? Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Warst du schon beim tadellosen Marat? Noch nicht, aber bald. Er möchte mit dir reden. Die Verteidigung obliegt seiner Verantwortung. Warst du schon beim Tadellosen? Er möchte mit dir reden. Die Verteidigung. Nein! Warst du schon beim Tadellosen? Okay, also müssen wir zum. Wieso heißt der tadelloser Marat? Dümmster Name ever. Dümmster Name ever. Ist er das jetzt hier hoffentlich? Immer ganz hallo? Ruhig. Panik in der hey Stadt Boy. Bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Hey Boy. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Hallo?
Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind auch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Hallo YouTubes. Wir schneiden nochmal kurz. Aber wir sind ja direkt wieder da. Ja, weiter geht's. Quadrobar hat er nämlich eben reingehostet. Habe ich schon erzählt? Weiß ich nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Es geht weiter. Kinder und Kranke, sie müssen so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden. Redest du mit mir? Okay, der Drohne Schatten, ruhe dich vor dem Endkampf aus. Suche beide Verteidigungslinien auf. Überprüfe die Vorbereitung am Berg und überprüfe die Vorbereitung am Turm. Wo ist denn was? Das hier ist der Berg. Bringt man das Sinn, hier hinzureisen? Schnell, ja, ne? Wir sind da oben. Kann man mal gucken. Kann man natürlich gucken, wie lange jetzt der Ladebildschirm wird. Schauen wir mal. Guck mal, der Ladebildschirm ist nur ganz kurz. Je kürzer du reist, desto kürzer ist der Ladebildschirm. Physik. So, wer schreit hier rum? Okay, können wir hier... Ich möchte gerne gucken, wie ihr hier vorankommt. Was muss ich machen? Ey, Dude. Wo ist... Wo muss ich hin? What the... Pass auf, das geht mir so auf den Sack mit dem Scheiß. Diese blöden Wegpunkte, ne? Das geht echt überhaupt nicht. Da haben die echt... Also da hätte ich gerne mal mit jemandem ein Wörtchen gesprochen. Da hätte ich gerne mal gesagt, sag mal, wer war das hier? Und dann hätte es richtig gegeben. Warum ist die zu? Ich muss da durch. Warum ist die zu? Jungs, ich muss da durch. Wollt ihr mich verarschen, oder? Wieso ist hier die Tür zu? Wieso ist hier die Tür zu? Ist hier auch die... What the... Hier unten haben wir halt kein Feuer, wo wir mal eben hinspringen können. Hier hätten wir eins. Aber es kann doch nicht sein, dass sie von mir verlangen, dass ich da mit dem Feuer runterspringe. Die müssen doch die Tür für mich aufmachen. Wow. Okay, dann gehen wir halt erst dahin. Und dann gehen wir zur anderen Stelle. Ist ja auch in Ordnung. Ist okay. Hey, yo, Lisa Pike. Yeah. Hey, Alvaskal. 3 Monate. Ich bin zwar nicht oft da, aber ich feiere jeden Tag das Streams. Alvaskal, vielen, vielen Dank. 3 Monate. Du kriegst einen Song, aber leider erst nach der Aufnahme hier, wenn du möchtest. Wir machen hier nämlich gerade krasse Sachen. Richtig krasse Sachen. Mega aufregende, krasse Mega-Sachen. Oh Mann, ey, ich muss echt hier hoch, ne? Und die scheiß Wegpunkte. Und die scheiß Wegpunkte gehen da wieder 3-mal um die Ecke. Das kann ja ruhig sein.
Also Alvaskai, vielen Dank nochmal. Freut mich sehr, wenn du dich freust. Ups, das wollte ich nicht, weil sich hier noch der Weg teilt. Okay. Ist trotzdem noch sehr, sehr weit. Ist alles sehr weit. Habe ich das kaputt gemacht? Nein. Sonst hätte ich die Alerts ausgeschaltet. Die Alerts sind an, aber die Songs kommen erst nach den Aufnahmen. This is the difference. You know? Oh Mann, der Weg ist so weit. Kann ich hier noch was looten? Nee, einen Stein brauche ich. Okay, nehmen wir einen Stein mit. Das ist ungefähr der einzige Rohstoff, den ich absolut gar nicht mehr gebrauchen kann. Ein paar Heilpflanzen wären nicht schlecht. Ich bin Level 31. Was sagt eigentlich die Questsache, welches Level man sein sollte? 34? Oh oh. Wir sind nicht Level 34. Wir haben auch keine dieser krassen Rüstung, von denen alle gesprochen haben. Irgendwelche Energiezellen und so ein Piss. Haben wir alles nicht. Wo willst du, dass ich lang gehe? Hier hoch, okay. Level 31 bei der Quest, da bist du aber ganz schön durchgerannt. Das Ding ist, am Anfang bin ich halt überhaupt nicht durchgerannt und war viel zu hoch gelevelt. Was heißt viel zu hoch? Geht ja gar nicht eigentlich. Aber war sehr, sehr hoch gelevelt gegen die Hauptquest-Ziele. Und dann haben wir nur noch Hauptquests gemacht, weil wir dachten, nur lass uns mal ein bisschen Geschichte machen und so. Und plötzlich sind die Quests ein bisschen über uns. Hallo? Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Vahl. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land, verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten, ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Dafür bin ich jetzt hergelaufen. Da oben ist auch noch Action. Ist es jetzt nur so ein bisschen storymäßig? Oder passieren hier also, auch noch wer Sachen? Sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eklipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kaja. Und Kaja labern doch dauernd von Sonne und Schatten. Tja, wenn das Kaja sind, kann's ja nicht so schwer werden. Ja, ihre besten Leute kleiden sich wie Gockel. Dann rupfen wir sie doch. Nicht so viel Gegacker, Jungs. Aloy, da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen,
Das Ding, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch gut wäre, wenn wir ein paar Quests noch machen würden. I don't know. Könnte losgehen. Ich schwitze ganz schön in der Rüstung. Ich meine, man könnte es mal probieren und dann mal gucken. Warte mal, müssen wir jetzt hier noch irgendwo... Wie war es das jetzt mit hier? Nee. Irgendwas... Überprüfe die Vorbereitung am Turm. Irgendwo kann ich hier noch irgendwas überprüfen. Was soll ich prüfen? Ich bin hier. Prüft eure Ausrüstung. Prüft eure Ausrüstung. Was soll ich prüfen? Hier sind halt vier Leute. Hier sind halt vier Leute, sechs Leute, die hier abhängen. Werde ich hier nachher kämpfen? Ja, ne? Okay, deswegen sind die Dinger hier. Damit man so ein bisschen schneller switchen kann. Was wollen Sie denn überhaupt mit dem blöden Turm? Was soll ich denn jetzt noch hier machen? Hallo? Hallo? Die sind ja größer als der höchste Baum. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung ja wie Gockel aus. Aber es sind so wow, der Ausblick! Und wir sind so wenige. Sie sind wow. Nicht der Feind. Diesmal nicht. Ruhe jetzt. Sie kommt. Die Gesalbte. Ja, ich bin's. Caspar. Sollen wir noch mal reden, oder was? Soll ich mit euch reden, oder wie? Nee. Hallo? Kriegsherrin Sona. Ah. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Okay. Du bist eine ganz Horde, ne? Du bist eine ganz Horde. So, jetzt wollen wir hier hin. Wir machen das schon. Wir überprüfen einfach die Vorbereitung. Das ist wichtig. Es ist immer sehr, sehr wichtig, Vorbereitungen zu überprüfen. Wir haben nichts. Nichts zu fächen. Feuer. Wäre das vielleicht schneller, wenn wir uns hier. Nein. Okay. Das dauert halt bloß Stunden. Wieso haben wir kein Reittier? Wie komme ich hier runter? Wo. Da lang? I don't know. Plötzlich sind die Kack-Weg-Dinger weg. Wahrscheinlich habe ich mich zu viel. Da sind sie wieder. Zu viel aufgeregt. verständlicherweise. Oh, ich hätte mich vielleicht doch runterfeuern sollen, ne? Da lang? Ey, zum Glück gibt es kein Stamina, Leute. Das wäre auch richtig schlimm. Wenn man nur so ein bisschen laufen könnte. Oh, der Ausblick. Der ist so krass. Shh. Okay. Wir sind gleich da, ne? Oh Gott. Wieso kann ich hier nicht hinreisen? Das wäre so geil. Es geht nicht. Kann ich hier abkürzen? Oh, das ist ein bisschen viel abgekürzt, oder? Ah. Naja. Das war auf jeden Fall worth. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Pflanzen auf dem Weg. Alles gut. Hier lang. Easy. Geil. Okay. Könnt ihr, sagen wir mal Bescheid, wenn ihr noch eine Pflanze seht. Da ist zum Beispiel Eule. Den Medizinsack hätte ich gerne noch voll. Haben wir hier... Fertigkeitspunkte 2. Und das mit dem Medizinsack. Krauterkenner verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Kostet 2. Her damit. Das ist jetzt eigentlich Quatsch wahrscheinlich, ne? Ist egal. Ich hätte... Wenn wir jetzt so... Okay, wir sind gleich da. Ich brauche noch ein paar Pflanzen auf dem Weg. Hui! Das ist nicht so eine Pflanze. Können wir hier abkürzen? Oh, yes! Yes! Ist das eine von... Nein. Eine Feuerbrennwurzel. Stöcker brauchen wir auch nicht. Oh, wir hätten echt einen Stöckerladen aufmachen können, ne?
Wie ich die immer mitgenommen habe, ohne Ende. Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Ja, ja. Oh, hallo. Du bist wer? Hey, Leute. Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora, beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen- und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst? Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Die einzige Gerechtigkeit, die der Wahl verdient, liegt in der Spitze. Die der Wahl verdient. Der Wahl. Ich erinnere mich. Okay, ich muss hier noch mit ein paar mehr Leuten reden. Kann das sein? Ich muss hier noch gut untersuchen, ob hier auch alles läuft. So, wir haben Stress. Wie war das mal? Jetzt renne ich ja wieder raus. Ich muss da... Hä? Ich muss das hier... Hä? Glatte Haut. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Quantum, du kannst es dir klar machen, wenn du möchtest. Was ist das denn? Geile Graserattrappe. What the fuck? Wow! Ey, der Stab... Speer, Entschuldigung. Haut jetzt Rüstung ab, oder was? Wie crazy ist das denn? Okay, also ich hab mich gerade dafür entschieden, dass wir noch ein bisschen... Warum ist denn immer... Mit wem soll ich denn jetzt hier noch schnacken? Also ich bin für noch ein paar Nebenquests, Leute. Guck mal, hier steht jemand rum, muss mit dir reden und das wird nicht angezeigt. Na klar. Du willst kämpfen. Wie könnte ich nicht? Bei den roten Raubzügen gab es nur einen Kaja, der den Nora schlimmer zusetzte als Said. Helis. Ich bin bereit, jede Armee zu bekämpfen, die er anführt. Egal wie stark. Für die Nora, die starben, für mich selbst und für meinen Vater. Wir stoppen ihn. Du hast mein Wort. Dein Wort zählt viel. Besonders jetzt. Dank dir hat sich das Heilige Land geöffnet. Wenn wir siegen, kann ich nach Hause. Es wäre schön, Jan wiederzusehen. Ich bin hier, Aloy. Bis zum Ende. Quantum. Okay. Ja, noch was? Ja, noch was. Was nicht angezeigt wird. Okay, aber es ist relativ eindeutig, okay. Ha. Du musst dann wohl Aloy sein. Ich dachte, du hättest mehr. Mehr was? Mehr Fett, schätze ich. Mehr wie ein Zahnrad, nicht wie ein Ringlein. Versteh mich nicht falsch. Du bist gut gebaut. Flirten alle Osseram im unpassendsten Moment? Unpassend? Der Kampf hat nicht mal angefangen. Petra Schmiedin. Ich komme aus der Freihalde. Beim nächsten Staubsturm gehe ich dahin zurück. Marat bat mich, zuerst das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Aber ich habe ihre Rohre geputzt für mehr Donner. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Wow! Okay, und was soll ich... Soll ich hier die... Ah, okay, warte. Er soll gedrückt halten, Munition ist am nahen Vorrat zu laden. Achso, ich muss... Halt L2 und R3 auf Position, außer... Sicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Gute Reichweite. Probier die nächste aus. What the fuck? Siehst du? Das macht jede Maschine fertig. Alt oder nicht. Ich glaube, damit könnten wir eine ganze Armee abwehren. Wow. Danke, Petra. Ich lass dich in Ruhe. Metallarbeit kann man kaum Arbeit nennen. Pass gut auf dich auf, Flammenhaar. Flammenhaar. Die Petra ist wieder sympathisch. Haben wir jetzt alles hier?
Okay, ja. Ich glaube aber, wir wollen echt noch ein bisschen aufsteigen, Leute. Ich glaube, wir wollen nicht... Ich glaube, wir wollen nicht jetzt in den Kampf reingehen. Außerdem will ich die neue Waffe ausprobieren. Oder? Also wenn wir jetzt hierher gehen, dann ist Ende Gelände, ne? Hol dich aus und dann geht's los. Ich überlege mir was, Leute. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie ich mich entschieden habe. Ich freue mich schon voll drauf. Es wird sehr, sehr aufregend und krass und so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.